Ja, hallo zusammen. Eigentlich würde ich gerne frei reden, aber dann kriegt ihr mich von der Bühne nicht mehr runter. Wäre für mich überhaupt kein Problem, hier eine Stunde voll zu machen. Mich regt es so auf, dieser Atomausstieg. Diese Idiotie, ich kann platzen hier. Dieses Klimakrise, Klimakatastrophe. Also nicht, dass ich nicht denke, dass wir hier nicht wirklich ein ernstes Problem hätten, aber ich kann es ganz ehrlich schon nicht mehr hören. Ich mache mir Sorgen, aber wenn ich eins hasse, dann ist es einfach Heuchelei. Wir haben uns begrifflich gesteigert von Klimawandel über Klimakrise hin zum Klimanotstand. Und jetzt, da wir uns der größten Bedrohung der Menschheitsgeschichte gegenüberstehen sehen, sind wir bereit, mit voller Entschlossenheit fast alles dagegen zu tun. Und wir haben viele Ideen. Öfter Fahrrad statt Auto, Zug statt Inlandsflug, an mindestens 2 Tagen die Woche Homeoffice, weniger Fleisch, finde ich natürlich super als Veganer, weniger dies, weniger das und vor allem Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen. Denn das würde sage und schreibe 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wer das nicht befürwortet, ist kein ernsthafter Klimaschützer. Entschuldigung, Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, spart 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Was? 60 Millionen Tonnen? Aber das ist ja viel zu viel. Das wäre ja viel zu einfach. Einfach etwas nicht ausschalten und so viel CO2 sparen. Nein, das machen wir anders. Auf der Webseite von Fridays for Future steht, Deutschland hat den Ausstieg aus der Atomenergie bereits beschlossen. Ja genau, wo kämen wir denn dahin, wenn wir falsche Beschlüsse einfach mal so rückgängig machen würden? Und weiter, die Atomenergie stellt keinen relevanten Teil der Energiegewinnung dar und kann durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Das ist jetzt mein Stichwort als Physiklehrer. Was ist nötig, um die letzten 6 AKWs zu ersetzen? Zunächst mal, ihr wisst das alle, aber ich sage es nochmal für die Kamera. AKWs liegen von der CO2-Bilanz irgendwo zwischen Wind- und Solarenergie. Die machen also das, was wir wollen, genauso wie wir es wollen im Grunde, von der CO2-Bilanz. 6 AKWs verschrotten ist so, als ob wir 120% der gesamten Solarenergie in Deutschland in den Müll schmeißen. So viel haben wir noch gar nicht Solarenergie, wie die Kraftwerke produzieren. Oder es ist so, als ob wir jedes zweite Windrad verschrotten. Man stelle sich vor, die neue Bundesregierung würde jetzt beschließen, bis Ende 2022 120% der Solarenergie oder jedes zweite Windrad zu verschrotten. Dem Anton Hofreiter von den Grünen würde vor Wut der Kopf im Bundestag explodieren. Und zwar vollkommen zu Recht. Die Kids von Fridays for Future würden Klimaverbrechen schreien. Vollkommen zu Recht. Wie kann man das in Einklang bringen? Ich meine, haben wir jetzt eine Klimakrise oder nicht? Ich mache mir Sorgen. Viele andere machen sich auch Sorgen, aber tun wir das Richtige. Jetzt ist es ja so, Fridays for Future will ja, dass wir bis 2030 schon am Ziel sind. Heißt, keine Kohle, kein Erdöl, kein Erdgas und fast alles elektrisch. Fahren, heizen etc. Ja, also wenn wir jetzt so ein Kernkraftwerk wie Gundremmingen C zum Vergleich nehmen, dann brauchen wir für den aktuellen deutschen Strombedarf 50 mal das da hinter mir. Dann kommt noch obendrauf Elektrifizierung der Stahlindustrie, 13 AKW-Einheiten, Elektrifizierung des Verkehrs, 10 bis 17 AKWs, Wasserstoff und Strom für die chemische Industrie, 60 AKWs, ouch, das ist mehr als die gesamte Produktion, die wir bisher haben, alles noch nicht gebaut. Alles zusammen war jetzt gerade eben so ungefähr 140 Atomkraftwerke. Strom aus Erneuerbaren aktuell 25 AKWs. In einer aktuellen Broschüre vom Solarenergieförderverein Deutschland steht, dass wir mit 180 AKW-Einheiten von der Größe da am Ziel wären. Das ist nicht ganz unrealistisch. Es ist ambitioniert, aber könnte hinhauen. 180. So, eins von denen entspricht jetzt Pi mal Daumen, großzügig gerechnet, 1000 modernste 5 Megawatt Windräder oder 53 mal dem größten Solarpark von Deutschland, Berlin-Wilmersdorf heißt der, irgendwas wären wir dann von der Fläche bei 12.000 bis 16.000 Fußballfelder voll mit Photovoltaik. Also, wie will man diese 155 fehlenden AKW-Einheiten realisieren?
Da steht in der Broschüre, jedes Jahr 50 Gigawatt Windenergie und 60 Gigawatt Solarenergie zubauen. Die wissen schon, warum sie es hinter diesen Zahlen verstecken, weil damit hat man im Alltag nichts zu tun. Da hat keiner so eine richtige Vorstellung davon, was das ist. Das würde bedeuten, dass wir ab sofort jedes Jahr etwa 10.000 Windräder aufstellen müssten und 320 Mal den größten Solarpark, den wir bisher gebaut haben. Also 9 Jahre lang jede Stunde ein Windrad, bisschen mehr sogar, und fast jeden Tag einmal den größten Solarpark von Deutschland. Fast jeden Tag. 9 Jahre lang. Plus die ganze smarte, flexible, hochdynamische 2.0er Infrastruktur, Stromnetzausbau, Batterien, sonstige Speicher. All das, was uns jetzt als modern und fortschrittlich angepriesen wird, was aber eigentlich nur dazu dient, um aus wetterabhängigen Energiequellen sowas Ähnliches zu machen, wie eine Energieversorgung für eine Industrienation. Also, Entschuldigung, ich meine es nicht böse, aber ich würde raten, dringend weniger Drogen zu nehmen. Diese Anlagen, die wird es nicht geben. Ja, ich bin dabei, lauf mir so schnell los, wie wir können. Aber 100% damit zu erreichen, das ist völlig idiotisch. Das können wir uns abschminken. Also ja, man kann auch ausrechnen, dass man zum Mond springen kann. Man braucht halt genügend Kraft, genügend Absprunggeschwindigkeit, aber ankommen wird man nicht. Ja, also ich würde gerne allen sagen, die glauben, dass 100% Erneuerbare der bequeme Ausweg ohne Atommüll aus der Klimakrise ist, vergesst es. Schminkt euch ab. Das wird einfach nichts. Wenn wir jetzt endlich handeln und mal wirklich den Finger aus dem Po ziehen und diese letzten 6 AKWs dazu einsetzen würden, die Kohle schneller abzuschalten, und bis 2000 beziehungsweise ab 2023 10% Gesamtemissionen einzusparen. Das wäre nicht nur die richtige Größenordnung, das wäre auch genau das richtige Signal. Diese ganzen Dampfplauderer, die sagen, ach, wir machen ein bisschen mehr Wind und Solar, die würden mal verstehen, wie groß das Problem ist. Die würden sagen, was? Atomkraft? Die Klimakrise ist so schlimm, dass wir Atomkraft brauchen. Aber der Atommüll, wir können doch nicht den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Scheiße, genau doch, das sollten wir. Und wenn wir uns mal nochmal unvoreingenommen mit dieser Technik auseinandersetzen würden, vielleicht mal eine Broschüre von Nuklearia mitnehmen, vielleicht würden wir dann erkennen, dass dieser angebliche Belzebub doch eigentlich ein ganz feiner Kerl ist. Dankeschön.